Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich möchte euch in diesem Video einmal kurz zeigen, wie ihr mit Hilfe von diesem Tape und einer Schere euer Sprunggelenk selbstständig stabilisieren könnt. Wichtig ist mir zu zeigen, dass ihr euch dabei einfach keinen Bären aufbinden lasst. Gerade am Sprunggelenk ist das eine Sache, die muss niemand anderes, der irgend so einen tollen Kurs gemacht hat, für 15 Euro machen, indem man das in 5 Minuten an euren Fuß anbringt. Das kann man mit ein bisschen Geschick und etwas Ausprobieren wunderbar selber machen. Gerade wenn man vielleicht auch längere Zeit schon eine Instabilität im Sprunggelenk hat und immer droht, etwas nach innen wegzuknicken, bei diversen Sportarten zum Beispiel, dann ist das eine wunderbare Geschichte, wenn man das einfach selber machen kann, sich so eine Rolle kauft für ein paar Euro und dann einfach vor intensiver sportlicher Tätigkeit das Ganze einfach machen kann. Empfehlen würde ich nur zusätzlich, dass man nach einiger Zeit mal guckt, mit welchen Übungen, mit welchen Muskelgruppen man sich beschäftigen sollte, um wieder mehr Stabilität auch über diese Systeme reinzubekommen. Das heißt, dass man sich nicht ein Leben lang mit solchen Tapes aushelfen muss, sondern auch wieder was für die muskuläre Stabilität eures Fußes tut. Ich habe mich jetzt einfach hier für so ein blaues Band entschieden. Die Farbe spielt dabei keine Rolle. Ich werde euch gleich noch zeigen, wie ihr ungefähr abmessen könnt, wie viel Tape ihr benötigt. Wir brauchen gleich 3 verschiedene von diesen Streifen. Zur Demonstration schneide ich mal einfach einmal schon mal einen ab, um dann zu zeigen, was ihr am besten machen könnt, wenn es um Schneiden geht. Und zwar, wenn ihr dann so einen Streifen habt und den abgemessen habt, dann solltet ihr den so ineinander legen und dann könnt ihr die Ecken so ein bisschen rund abschneiden. Das heißt, ich zeige das mal einmal, einfach hier ansetzen und einmal etwas rund abschneiden, dass das Ganze dann am Ende im Prinzip so ausschaut. Das hat einfach nur den positiven Effekt, dass das Ganze dann ein bisschen besser halten wird. So, ich habe hier einmal meinen Fuß blank gemacht, um das Ganze zu demonstrieren. Der erste Zug, der soll gleich einmal hier seitlich vom Fuß, unterhalb des kleinen Zehenballens, ungefähr auf Knöchelhöhe ansetzen. Das heißt, ihr guckt mal hier, dass ihr den einmal hier anlegt. Dann soll der hier über den Knöchel rumgehen und dann an der Innenseite am vorderen Schienbein auslaufen. Da das Ganze mit ein bisschen Zug angespannt wird, kann man mit etwas weniger kalkulieren. Das heißt, ich behalte mir das hier im Blick, hab das hier und mache jetzt gleich einen Schnitt und habe dann schon meinen ersten Streifen fertig. Der zweite Streifen soll von der Innenseite des Fußes bzw. von der Innenseite des Unterschenkels gleich kommen. Reicht ungefähr, wenn ihr hier so auf der Höhe das Ganze startet. Dann über den Knöchel soll das Ganze gleich hinausgehen. Und dann ungefähr hier auf gleicher Höhe wieder auslaufen. Das heißt, ich räume das hier wieder auf. Wieder daran denken, dass das Ganze sowieso mit Zug gestartet wird gleich. Das heißt, ein bisschen weniger sollte reichen. Ich nehme das hier und schneide das dann einmal zurecht. So, der letzte Zügel, der soll über die sogenannte Syndesmose laufen. Das ist eine bandhafte Verbindung, die zwischen eurem Schienbein und eurem Wadenbein verläuft, um das Ganze hier zu sichern. Man kann sich grob hier an den beiden Knöcheln, an dem Innenknöchel, an dem Außenknöchel orientieren. Ungefähr auf der Höhe wollen wir den Streifen gleich drüber setzen, sodass er ruhig beide Knöchel dann bedeckt auch. Das heißt, wir gucken hier wieder, das Ganze wird gleich mit Zug drüber gezogen, also nicht zu lang machen. So eine Strecke reicht jetzt bei mir. Ich cutte das dann gleich ab und dann haben wir unsere 3 Streifen schon zusammen. So, ich habe hier das Ganze, wie ihr seht, mit 3 verschiedenen Bändern schon mal vorbereitet. Die Farben tun nichts zur Sache. Ihr könnt bei einer Farbe bleiben. Ich habe das nur so aufgestellt, damit ihr gleich die Unterschiede besser erkennen könnt. Nehmt einfach eine Farbe, das reicht voll und ganz. Wir fangen jetzt bei der Anlage mit diesem blauen Band bei mir an in dem Fall. Wollen das, wie gesagt, zur Erinnerung nochmal so rüberziehen. Dafür müssen wir das etwas aufreißen. Das kann man ganz wunderbar einfach machen, indem man hier hergeht, aufreißt. Und dann hat man hier, also man macht es praktisch nicht komplett am Ende, sondern so ein bisschen davor, hat man jetzt hier über diese Papierstreifen einen wunderbaren Effekt, dass man ohne, dass man an den Klebestreifen kommt, das Ganze gleich schön drauf machen kann. Euer Fuß ist angezogen, das ist wichtig. Und jetzt gehe ich einher, mache das Ganze mit so ein bisschen
Zug hier oberhalb grob drauf. Andere Papierschnipsel kann weg. Roll das so ein wenig auf und zieh das jetzt über den seitlichen Knöchel mit Zug nach vorne. Wie ihr seht, wird das Ganze auch immer schon etwas länger mit Zug. Zieh es so nach vorne und lass es dann hier auslaufen. Die zweite Geschichte habe ich jetzt hier mit dem Grün vorbereitet. Ihr zieht gleich euren Fuß wieder ran. Ich mache wieder einen Einriss rein. Dieses Mal soll das Ganze hier von diesem Knöchel ungefähr oberhalb des Knöchels der Innenseite beginnen. Dann wird es gleich mit einem Zug auf die andere Seite rübergezogen und damit stabilisiert. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, beim Umknicken nach innen passiert ja das. Also wir knicken auf diese Art und Weise um. Und wenn wir jetzt Zug nach außen geben, dann unterstützen wir den Fuß und das Sprunggelenk, dass es nicht so leicht praktisch in diese Stellung gehen kann. Also rein mechanisch praktisch. So, das habe ich hier bereits einmal aufgemacht. Ich ziehe den Fuß wieder ran. Mache jetzt einmal hier den Streifen grob drüber, sodass der schon mal fest ist. Dann habe ich gleich beide Hände frei. Nehme dann hier so ein bisschen Zug. Und dann mit ordentlich Schmackes, kann ich mal einmal drehen, dann mit ordentlich Schmackes hier rüber und einfach auslaufen lassen. Dann einfach mal gucken hier, wo es absteht, ein paar Mal drüber streifen, durch die Wärme haftet das dann besser. Das gleiche hier an der Stelle auch, drüber streifen und dann merkt man schon, dass alleine das schon eine sehr, sehr gute Unterstützung ist. Das heißt, dieser Zug hier, der den Fuß so ein bisschen daran hindert, zu stark oder zu leicht hier reingehen zu können, der ist schon wunderbar zu spüren. Ihr hättet jetzt in dem Fall das Ganze gar nicht so lang machen müssen, das heißt, hätte vollkommen gereicht, wenn man das ungefähr bis hier gemacht hätte. Der letzte Zug passiert hier über den schwarzen, das geht auch ganz zügig. Das heißt, hier in der Mitte einmal etwas aufknibbeln, dann sich die Papiere wieder so zurechtlegen, dass ihr hier schön Kontrolle habt, Fuß rangezogen und dann haben wir gesagt, zwischen den beiden Knöcheln wollen wir das ungefähr. Bringen das hier auf maximalen Zug, lassen es auslaufen, zack, dran. Zack, auch dran. Ja, und dann habt ihr sowohl von der Stabilisation als auch modisch ein wunderbares Tape angelegt, ohne fremde Hilfe. Das heißt, das könnt ihr wunderbar, wenn ihr es ein paar Mal gemacht habt, in sehr, sehr guter Qualität selber machen. Habt eine Stabilität und braucht niemandem 15 Euro dafür in die Tasche stecken. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch überzeugen, dass ihr nicht extra Geld in die Tasche nehmen müsst, damit irgendjemand das für euch erledigt, wenn ihr am Sprunggelenk Stabilitätsprobleme habt und vom Sport oder ähnlichen Sachen einfach das Ganze präventiv so ein bisschen schützen wollt. Und das Ganze könnt ihr dann ruhig für mehrere Tage theoretisch drauf lassen. Nach sportlicher Betätigung mit hohem Schweißanteil vielleicht in Rücksicht auf den Partner und eure Mitmenschen das Ganze häufiger wechseln. Aber ansonsten, wenn ihr es so im Alltag tragt, könnt ihr es auf jeden Fall für ein paar Tage drauf lassen. Ich freue mich auf euer Feedback, ob ich euch damit helfen konnte, ob es euch gut getan habt, ob ihr dadurch wieder ein bisschen mehr Stabilität ins Sprunggelenk reinbekommen habt und freue mich drauf. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video und lasst mir ruhig noch ein paar Videovorschläge für die kommenden Wochen da. Bis dahin.